Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Kaufberatung für einen 600€ Gaming-PC für den Monat Mai 2014. Wie immer könnt ihr diesen PC sowie auch alle anderen PCs meiner Kaufberatung fertig zusammengebaut in meinem Online-Shop käuflich erwerben. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten kann ich schon mal vorweg sagen, dass wir bei diesem PC wirklich, denke ich, ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, aber das werdet ihr dann bei den Komponenten gleich noch sehen. Wir starten wie immer mit dem Mainboard. Hier würde ich euch das MSI 970A G43 empfehlen. Das ist ein wirklich sehr gutes und solides und preisgünstiges Mainboard mit dem aktuellen ARM 3 Plus Sockel für die aktuellen AMD FX Prozessoren. Die Ausstattung kann sich auch durchaus noch sehen lassen. Wir haben zwei USB 3.0 Anschlüsse auf der Rückseite, können aber auch noch zwei USB 3.0 Anschlüsse vom Gehäuse an der Vorderseite nutzen. Dann haben wir natürlich 7.1 Surround Sound on Board über die 3,5 mm Klinkenanschlüsse, 6 SATA 3 Ports, also das sollte für jeden absolut ausreichen. Wir haben zwei PCI Express X16 Slots mit dem 2.0 Standard, da ja die FX Prozessoren von AMD auch noch kein 3.0 unterstützen, aber das macht auch nichts, weil aktuelle Grafikkarten nicht mal die komplette Bandbreite von PCI Express 2.0 ausnutzen können. Wir können also auch zwei AMD Grafikkarten hier im Crossfire Modus betreiben, falls man später dann sich noch eine Grafikkarte dazu kaufen möchte, um eben mehr Grafikleistung zu bekommen. Also die Ausstattung ist wirklich ganz gut und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis von 50 bis 55 Euro. Da kann ich das Mainboard auf jeden Fall weiterempfehlen und MSI ist auch wirklich eine ordentliche Marke, die eigentlich qualitativ hochwertige Mainboards herstellen. Kommen wir als nächstes zum Prozessor. Natürlich kommt jetzt ein AMD-Prozessor zum Einsatz und zwar der FX6300 mit 6x3,5 GHz. Ein Sechskerner der aktuellen Vishera-Generation von AMD kommt von der Gaming-Leistung her noch nicht an den Intel Core i3 oder Intel Core i5 ran, aber irgendwo muss man auch bei diesem Budget Abstriche machen und da kann man lieber bei der CPU sparen und mehr Geld in eine Grafikkarte investieren, weil das bringt für einen Gaming-PC deutlich mehr. Der FX6300 ist auch recht preisgünstig für 85 bis 90 Euro und mit dem kann man eigentlich schon einiges sonst noch anfangen. Von der Multimedia-Leistung ist der zum Beispiel deutlich besser als ein Intel Core i3, der sogar noch teurer ist von seitens von Intel. Von daher ist die kann man hier durchaus dann schon auf einen FX6300 von AMD setzen. Als Grafikkarte würde ich euch die Sapphire Radeon R9280 Dual XOC empfehlen mit 3 GB GDDR5 Speicher. Bei der R9280 ohne X handelt es sich um das Rebranding der Radeon HD 7950 aus der Vorgängergeneration. 3 GB Grafikspeicher reichen locker aus für alle aktuellen Spiele und die Grafikkarte hat ein wirklich super Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist ungefähr 10% besser als eine GTX 760 von Nvidia, kostet aber sogar noch 20 Euro weniger. Denn wir bekommen die R9280 schon ab etwa 180 Euro, diese Version von Sapphire eben mit den zwei Lüftern und diese arbeitet auch noch unter Volllast wirklich sehr, sehr leise, also da kann man die Grafikkarte wirklich einfach nur weiterempfehlen. Reicht auch noch für alle aktuellen Spieler auf den höchsten Grafikeinstellungen, also da solltet ihr dann wirklich keine Probleme bekommen. Als Arbeitsspeicher haben wir ein 8 GB Kit bestehend aus zwei 4 GB Riegeln von dem Crucial Ballistic Sport Arbeitsspeicher, läuft auf einer Taktfrequenz von 1600 MHz und hat CL9 Schaltzeiten. Beim Arbeitsspeicher gibt es immer viele Möglichkeiten, welchen man wählen kann. Der Crucial Ballistic Sport ist einer der günstigsten, den man aktuell bekommt und auch wirklich ein guter Arbeitsspeicher. Ich hab den schon häufiger verbaut und verwendet und hatte noch nie Probleme damit. Man bekommt das 8 GB Kit ab etwa 55 Euro. Und 8 GB, das kann ich euch auch sagen, reichen für einen Gaming-PC locker aus. 16 GB sind nicht notwendig und auch auf die Zukunft gesehen werden 8 GB für Spiele immer noch locker ausreichen. Kommen wir als nächstes zu den Festplatten. Einmal haben wir eine SSD am Start und zwar die Crucial M500 SSD mit einer Kapazität von 120 GB. Ich kann nur wirklich jedem empfehlen, sich eine SSD zuzulegen, wer noch keine hat. Der Leistungsschub dadurch unter Windows und in den Spielen, die man darauf installiert hat bezüglich Ladezeiten, sind einfach enorm und ich möchte nicht mehr ohne eine SSD arbeiten. 120 GB sollten für die meisten eigentlich auch ausreichen, da bekommt man einige Spiele noch drauf neben Windows und preisgünstig ist die Crucial M500 auch mit etwa 55 Euro und was die Leistung angeht, steht sie eigentlich einer Samsung 840 Evo kaum in etwas nach, da merkt man in der Praxis nichts von.
Wir benötigen dann natürlich aber auch noch eine Festplatte für den restlichen Datenspeicher. Da empfehle ich euch die Western Digital Caviar Green mit 1 TB Kapazität. Ich hatte mit dieser Festplatte nie Probleme, man kann aber natürlich auch auf eine Seagate Barracuda setzen. Preislich nehmen die sich eigentlich nichts, die Festplatten, und beides sind super Festplatten. Ich habe halt eben immer auf Western Digital gesetzt und hatte da eben noch nie Probleme. Man bekommt die 1 TB Festplatte der Western Digital Caviar Green ab etwa 45 Euro. Als nächste Komponente haben wir dann noch das Netzteil. Beim Netzteil sollte man meiner Meinung nach nicht unbedingt zu wenig ausgeben, denn wenn einem so ein Billig-Netzteil mal um die Ohren fliegt, dann können andere Komponenten im PC noch in Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen setze ich immer aktuell auf Be Quiet, und hier würde ich euch das Pure Power L8 CM 530 Watt Netzteil empfehlen. 530 Watt reichen locker aus für die verbauten Komponenten, da habt ihr auch noch Luft nach oben. Und Be Quiet ist wirklich eine Top-Marke, qualitativ hochwertige Netzteile. Dieses Modell ist auch 80 plus Bronze zertifiziert, das heißt, es hat einen hohen Wirkungsgrad und der Stromverbrauch wird dann unter Volllast nicht unnötig in die Höhe getrieben. Dazu ist es noch halb modular, das heißt, ihr könnt nicht benötigte Anschlüsse einfach abnehmen und könnt dementsprechend ein sehr gutes Kabelmanagement in eurem Gehäuse betreiben. Das Netzteil bekommt man ab etwa 65 Euro. Als nächste Komponente haben wir dann natürlich noch ein Gehäuse, denn irgendwo muss der ganze Kram ja auch noch drin verbaut werden. Das Gehäuse ist immer Geschmackssache, das sage ich jedes Mal wieder, da soll sich eigentlich jeder das aussuchen, was ihm am besten gefällt. Ich empfehle trotzdem eins, und zwar ein Gehäuse, was meiner Meinung nach einfach ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat, und zwar das 3R System R480. Das bekommt man ab unter 30 Euro und es hat sogar schon 220 mm Lüfter vorinstalliert, das heißt, ihr braucht da keine extra Gehäuselüfter mehr kaufen. Der Airflow in dem Gehäuse reicht da absolut aus. Ansonsten sieht es, finde ich, eigentlich auch ganz gut aus. Also es ist ein recht schlichtes Gehäuse und für den Preis findet man eigentlich nichts Besseres. Deswegen ist das meine Empfehlung für den 600 Euro Gaming-PC. Als eventuell optionale Komponente haben wir dann noch den DVD-Brenner. Ich habe hier jetzt einen von LG rausgesucht. Da gibt es aber natürlich ganz viele andere Modelle, die sich quasi überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Das LG-Laufwerk hier bekommt man ab 10 bis 15 Euro. Insgesamt landen wir dann bei etwa 590 Euro mit allen Komponenten, haben also noch 10 Euro Luft nach oben. Und ich denke, das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis ein wirklich richtig guter Gaming-PC für 600 Euro. Ihr könnt damit alle aktuellen Spiele auf den höchsten Grafikeinstellungen spielen. Und das ist, denke ich, schon wirklich richtig gut bei einem Preis von 600 Euro. Und da kann man sich, denke ich, wirklich nicht beschweren. Wer jetzt noch ein Betriebssystem benötigt, dem würde ich Windows 7 Professional 64-Bit als OEM-Version von eBay empfehlen. Bekommt man ab 30 bis 40 Euro und ich empfehle immer noch Windows 7, weil es einfach deutlich günstiger ist als Windows 8. Für Windows 8 muss man immer noch ungefähr 80 Euro hinlegen und da lohnt es sich meiner Meinung nach einfach nicht, dafür das Geld auszugeben. Da kann man es lieber meiner Meinung nach in eine bessere Grafikkarte oder zum Beispiel eine SSD investieren. Falls ihr noch einen anderen CPU-Kühler haben wollt, wir haben hier jetzt natürlich den AMD Box-Kühler dabei, weil ein extra CPU-Kühler nicht mehr reingepasst hat. Dem würde ich dann den Thermalright Macho 120 Rev A empfehlen. Super CPU-Kühler, habe ich schon oft verwendet. Wirklich leise und kühle Temperaturen, also den kann ich wirklich an euch weiterempfehlen. Das war es jetzt von mir. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ihr wisst, ich beantworte da alles. Ihr findet in der Videobeschreibung auch nochmal einen Link zu dem PC in meinem Shop und natürlich einen Link zu der Liste aller Komponenten, damit ihr euch da nochmal einen Überblick verschaffen könnt. Und ich bin jetzt raus und ja, das war's von mir. Haut rein, Leute. Bis dann.